Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Devil May Cry. Und ich weiß, das Let's Play ist eigentlich vorbei, aber ich wurde jetzt nochmal darum gebeten, zumindest mal Virgil anzuspielen und das Gameplay mit ihm zu zeigen. Und ehrlich gesagt habe ich mir dann gedacht, ja gut, okay, ihn nicht mal anzuspielen ist schon ein bisschen blöd. Und ich habe, glaube ich, sogar in der letzten Folge erwähnt, dass wir es eventuell noch machen könnten, also warum nicht? Dafür müssen wir ein neues Spiel starten und jetzt kann man eben statt Dante auch Virgil nehmen. Und laut meinen Informationen, die mir zugespielt wurden, soll es mit ihm viel leichter sein, weil er anscheinend viel stärker ist. Wir spielen wieder auf Normal. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, haben wir Gold oder Gelb gespielt? Aber für den Test wird es jetzt, glaube ich, keine Rolle spielen, aber ich glaube, es war Gelb. Ich hoffe, es war Gelb. Ah, ne, wir können so... Hä? Warum konnte man jetzt... Warum konnte man gerade nicht schwierig auswählen? Interessant. Wir nehmen trotzdem Normal. Ich spiele mal alles auf Normal durch. Arme Casual. Ah, das fängt dann auch anders an. Ach so, spielt man es dann von seiner Perspektive aus. Ach so. Damn. Naja, gut, okay, aber man kennt ja die Geschichte trotzdem. Nur den Anfang nicht. A demon that impregnates a woman. Who then bears twin sons. That's the story, isn't it? Leave me. I won't tell you a third time. People inherently fear evil. However, occasionally, a person may become seduced by evil. What are you getting at? Share with me the story of Sparta. Damn, this guy looked evil. Oh, it's not over yet. The activation method is as I described before. It should be a simple matter for you. I will go to his place. I believe that I know where the item we seek is located. You should dispose of any obstacles quickly. Ist es irgendwie ungefähr 10-mal lauter geworden? Und man kämpft gleich gegen viel stärkere Gegner als bei Dante. Wow! Wenn das jetzt so laut bleibt, dann holy moly, ich glaube, ich muss leiser machen. Das wird gefühlt immer lauter. Sieht das sogar aus wie Dante. Aber ich guess, das sind ja auch Zwillinge. Ja, und mit der anderen Frisur sah er ja echt aus wie nur Bruder. Wie halten seine Haare einfach so? Na gut, ich mach mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so ultra laut ist. Weird. Irgendwie hat das nicht viel gebracht, das leiser zu machen.
it begins. Alright. So, dann machen wir noch ein kleines bisschen leiser. Jetzt beim Gameplay ist ja nicht mehr so wichtig. Virtual kann mit RT und LT zwischen bis zu 3 Nahkampfwaffen umschalten, die mit Y möglichen Bewegungen hängen davon ab, in welcher Waffe er ausgerüstet ist. Großer Angriffsradius, also Yamato. Großer Angriffsradius, DT-Anzeige wird schnell aufgefüllt. Biowolf, kleiner Angriffsradius, unglaublich hohe Angriffskraft. An Kraftklinge setzen sie dieselben Fähigkeiten ein, wie Dante sie hat. Ah. Virgil kann seine Fernwaffen nicht wechseln. Ah. Pff, na gut, bringt mir nicht viel. Ah, okay, das Gameplay ist sogar legit das gleiche. Ah ja, okay, nevermind. Was hat er denn für Fernkampfwaffen? Ach, das ist seine Fernkampfwaffe. Lol. Aber die kann man ja gar nicht richtig aimen. Lol. Aber das ist ja übel random, wohin das fliegt. Damn. Warte mal, wie habe ich das gemacht? Achso, das macht er automatisch. Okay. Ah ja, das ist dieser Hit, mit dem er uns immer so abgefuckt hat. Wow. Das sieht cool aus, wenn er sich teleportiert. Viel cooler als bei Dante tatsächlich. Schau ich das mal an. Das ist wie bei Dragon Ball. Momentane Teleportation. Nur, dass es hier drin nicht gescheit funktioniert. Ja, irgendwie funktioniert es mit dem Kamerawinkel nicht mehr, habe ich das Gefühl. Vorher hat es halt gefunktioniert. I don't understand. Ich habe die Kombos leider schon wieder vergessen. That's not good. Ah, jetzt hat er sich wieder teleportiert. Did you hit me, bitch? Wie viele Gegner sind das in dem ersten Raum? Holy Macaroni. Man kann doch auf die Typen draufspringen, ne? Wie ging das nochmal? Wenn die am Boden liegen, dann konnte man doch irgendwie auf die draufspringen und mit denen rumsurfen. Wow. Okay, einfach nur sein Move. Auch ohne das Springen. Okay, hier funktioniert es nicht. Ja, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Ja, let's go. Weiter, 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 weiter. Zieh euch das mal rein, ey. Oder auch nicht. Alter. Hä? Warum geht's jetzt nicht mehr? I don't understand. Okay, die Gegner blocken das anscheinend. Jetzt keine. Ja, jetzt geht's wieder. Ich finde das cool. Das wird zwar leider von der Kameraperspektive und von den Gegnern geblockt, aber wenn es funktioniert, dann sieht es echt cool aus mit dem Teleportieren. Damn. Ich meine, es bei Dante sah auch nicht schlecht aus, aber bei Virgil sieht's cooler aus. Gotta admit that. Du kannst halt einfach nur rumlaufen und diese Schwerter komplett random durch die Massen schießen. Naja. Aber irgendwie taugt es mir nicht, dass die nicht Auto-Hit haben, weil sicherlich ist Auto-Hit, so wie bei Call of Duty, wurde ja schon mal gesagt, das ist ja für Noobs. Aber gut, ich sag jetzt mal, in dem Spiel macht es halt nicht... Also ich meine, wie lenkt man die? Man muss halt in die richtige Richtung gucken, das ist halt irgendwie schon ein bisschen arg seltsam. So. Warte mal. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, man musste auf einen draufspringen und dann L drücken, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, ich sollte mal Dämonengestalt machen. Ja, und wir können auch mal die Waffe wechseln, by the way. Und Beowulf macht angeblich so viel Damage? War der Typ gerade One-Hit? Oh.
Nee, war er nicht, Leute. Macht sie anscheinend doch nicht so viel Damage. Ey, wie treffe ich den Typen nicht? Obwohl, wir sind gleich tot. So, jetzt haben wir Dantes Fähigkeiten wieder. Leider nicht seine Fernkampfwaffen, die kann man ja nicht wechseln mit denen. Oh oh. Puh, wir haben uns geheilt, nice. Jetzt. Okay, es sind nicht wirklich. Oder sind das Dantes Fähigkeiten? Naja, doch, tatsächlich, stimmt. Ja, aber es ist trotzdem anders. Es ist nicht genau das gleiche wie bei Dante. Aber sehr ähnlich. Mal gucken, wie die wird, weil die habe ich ja mit Dante nur mit den Pistolen besiegt, basically. Und ich habe auch tatsächlich nicht mehr viel Leben. Oh oh. Ist auch geil, du siehst den Gegner nicht mal. Oh boy. Hä, was? Wie hat sie mich getroffen und ich sie nicht? That's bullshit. Oh mein Gott. Ich bin actually gestorben, oh mein Gott. Das müssen wir jetzt alles nochmal machen, oder? Damn. Ups. Wie wär's, wenn du das aufhebst? Danke. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt, ja, ich meine, es ist halt ein anderer Charakter, aber vom Prinzip her ist es schon sehr ähnlich. Spielt sich ein bisschen smoother, habe ich das Gefühl, aber muss ich natürlich erst wieder einspielen. Ich habe jetzt seit einiger Zeit nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr so wirklich im Devil May Cry Game. Ich mache es eigentlich wirklich strictly just for the Community. Also, ein bisschen hat es mich natürlich auch selber interessiert, klar. Das ist zwar doch so ein Air-Punch, ne? Genau, der Superman-Punch. Oh mein Gott. Are you kidding me, bro? Lol. Das sah gerade kurz aus wie bei Dragon Ball, damn. Den kann man nicht schlagen? Das habe ich vorhin schon nicht gecheckt. Oh Gott. Gut gespielt, Chris. Danke, Chris. Ja, probieren wir den ersten Boss zu killen, aber wenn ich nochmal sterbe, glaube ich, callen wir es einen Day. Irgendwie finde ich die erste Waffe ja am besten. Andererseits aber irgendwie auch wieder nicht, weil die ist so langweilig, weil die hat ja nur eine Dreier-Kombi als Schlagabtausch. Dafür hat sie ja diese Fernkampfangriffe mit dem Windstoß. Das ist halt ziemlich cool, weil sie halt auf Range geht. Das muss man schon sagen, ist nice. Und auch in der Luft, wenn man zuschlägt, ist das cool. Du kannst ja Leute so auch killen, obwohl du über ihnen bist. Na gut, okay, sie müssen schon reinspringen. Ah, der Luftpunch ist an sich nicht so stark, ne? Weil es ja genau der gleiche Move ist wie am Boden. Also du kannst quasi nicht so nach unten springen und dann angreifen. Mir fallen halt keine Kombis mehr ein. Ich weiß noch, dass das eine mit dem Hochspringen und dann nach unten hauen. Ja gut, genau so nicht halt. Das war noch eine Kombi, aber leider wird die hier... Also erstens wird sie hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ja. Wüsste nicht, was es sonst noch für Kombis gab. Ich habe die ja eh fast nie benutzt, leider. Muss ich zugeben. Bin ich auch nicht proud of. Ich kann ja einfach stehen bleiben und die töten, oder auch nicht. Ey, das mit dem... Also, das muss ich schon sagen, das ist schon echt ätzend. Also, wenn ich, glaube ich, das ganze Spiel mit Virgil spielen würde, ich glaube, das würde mir ziemlich schnell, ziemlich hart auf die Eier gehen. Schaut euch das an, ich konnte jetzt nicht so ausweichen, wie ich immer ausgewichen bin, weil sie quasi da im Weg stand. Oder halt vorher konnte ich wegen der Kameraperspektive nicht nach hinten ausweichen, oder kann ich jetzt wieder nicht. Oder ich bin einfach nur... Ich check nicht, warum das manchmal nicht funktioniert. Ich dachte jetzt, das liegt an der Kameraperspektive, aber selbst wenn hier Platz ist, wartet mal. Jetzt. Nö, jetzt funktioniert es wieder nicht. Hä? Der bleibt einfach auf der Stelle stehen. Das ist...
Also das ist echt weird. Also ich verstehe es nicht. Also das ist der einzige Move, den ich gut beherrscht habe in Devil May Cry. Springen und ausweichen. Also springen und teleportieren, besser gesagt. Jetzt hat es gerade wieder funktioniert einmal. Wahrscheinlich ist er jetzt. Der macht einfach gar nichts. Der bleibt einfach auf der gleichen Stelle stehen. Also blockieren ihn die Viecher. Aber dann halt auch wieder nicht, weil jetzt ist hier alles frei. Und er springt aber nur in die eine Richtung. Schau dich das an. Der macht jetzt nichts mehr. Also entweder ist das ein Bug oder... Weil warum funktioniert es manchmal und manchmal nicht? Das ist ja das, was ich nicht checke. Weird. Das ist echt weird. Ja, aber ansonsten, was könnte man noch ausprobieren? Wie gesagt, dieser Lufthit, also dieser Fernkampf-Hit, besser gesagt, mit dem Yamata, oder wie das heißt, Yamata. Das ist ganz cool, aber sonst weiß ich jetzt nicht. Das unterscheidet sich jetzt wirklich nicht so stark von Dante. Vor allem die Fernkampfwaffen, es gibt nur eine, also da gibt es schon mal gar keine Variation. Man hat mehr Nahkampfwaffen zur Auswahl, aber im Endeffekt ist es ja sehr ähnlich, bis eben auf die gerade genannte, zu auch wieder Dante, beziehungsweise die eine Waffe ist sogar legit das von Dante. Ja, und sonst, gut, müsste man weiterspielen, um vielleicht noch andere Sachen festzustellen. Die Stilstufen sind vielleicht anders, das weiß ich nicht. Also die spätere Entwicklung, sozusagen. Ja gut, aber ich meine, anscheinend scheint die Story ja wirklich genau die gleiche zu sein. Also die Aufträge sind auf jeden Fall die gleichen, bis auf eben diese erste Sequenz. Weil das auch mit den Aufträgen nichts zu tun hat. Und ja, von dem her hat es für mich nicht zu viel Replay-Potential. Zumindest nicht direkt, dann nachdem man es durchgespielt hat. Genau. Aber an für sich muss ich sagen, Virtual ist cool. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass das nicht richtig funktioniert. Da braucht ihr auch gar nicht in die Kommentare spammen, bist wahrscheinlich wieder zu blöd dafür. Ich mache genau das Gleiche, was ich bei Dante immer gemacht habe. Und wie gesagt, das ist das Einzige, was ich konnte. Sagen wir, zu 50% konnte. Das ist echt weird. Kann ich? Ich kann nicht? Ich check's nicht. Na, ich check's nicht. Keine Ahnung. Ich versteh's nicht. Das ist so weird. Vielleicht liegt's auch mit der Laptop-Steuerung, genau. Vielleicht hängt's auch mit der Tastatursteuerung zusammen. Weil ich nicht mit Controller spiele. Aber ich wüsste nicht, was das für ein Fehler sein sollte, weil bei Dante hat's ja auch funktioniert. In fact war das das Einzige, was bei Dante funktioniert hat. TBH. Damn. Also dieser Fernkampf-Move, der gefällt mir schon sehr gut. Aber other than that, it's not so special. Na gut, aber dann ziehen wir es nicht länger in die... nicht noch länger in die Länge, als man es muss. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick in das Virtual Gameplay gegeben. Don't cancel me too hard, weil... Was soll ich sagen? I'm not a man of culture in this case. Und mit diesem hässlichen Lachen von der Hexe würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich bin fürs Zusehen. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.